Prinzessin Bosu. Prinzessin Bosu wurde von ihren Eltern sehr geliebt. Daher hatten sie ihr eigene Gemächer in einem Zwischengeschoss unter dem Dach bauen lassen. Im Land, in dem Prinzessin Bosu wohnte, lebte auch ein Prinz, der La Manjuari hieß. Auch er wurde von seiner Mutter und seinem Vater sehr geliebt, und sie ließen es nicht zu, dass er vom Haus herunterstieg und umherging. Von seinem Diener wurde La Manjuari berichtet, dass nicht weit von seinem Haus eine schöne, anmutigende Prinzessin mit Namen Bosu lebe. Ihr Gesicht sei rund und weiß wie der volle Mond, ihre Augen glichen dem Morgenstern, ihre Hüften seien schmal und ihre Waden seien gleich einem Reiskorn. Diese und andere Lobpreisungen weckten Aufmerksamkeit und Verlangen des Prinzen La Manjuari sehr. Er wurde von den Erzählungen zum Lobe der Prinzessin so gefesselt, dass er eines Nachts aus seinem Gemächern eilte, um sich zum Palast der Prinzessin begab. Um Mitternacht begann er, den Dachfirst über den Gemächern der Prinzessin Bosu schweigend zu erklimmen. Prinzessin Bosu schlief tief. Gerade als La Manjuari durch eine Öffnung über dem Bett der Prinzessin eindringen wollte, fiel sein Kries unvermittelt nach unten und durchbohrte die Brust der Prinzessin. Die Prinzessin Bosu starb lautlos. Der Palast geriet in Aufruhr und La Manjuari kletterte vom Dach und eilte nach Hause. Nach einer Untersuchung wurde deutlich, dass der Kries, der die Brust der Prinzessin Bosu durchbohrt hatte, La Manjuari gehörte. Auf Befragen gestand er seine Schuld ein und bat, man möge Prinzessin Bosu nicht begraben, sondern in ein Boot legen und sie gemeinsam mit ihm ins Meer treiben lassen. Alle waren mit der Bitte von La Manjuari einverstanden. Ausreichender Proviant wurden vorbereitet. Bald darauf befand sich La Manjuari gemeinsam mit der Leiche von Prinzessin Bosu in einem Boot auf offener See. Jetzt behandelte La Manjuari die Wunde von Prinzessin Bosu. Am Morgen des nächsten Tages war zu sehen, dass Prinzessin Bosu wieder atmete. Am darauffolgenden Tag konnte sie sich wieder bewegen. Und schließlich konnte sie sitzen. »Wo bin ich eben?« fragte Prinzessin Bosu. La Manjuari berichtete ihr von den Ereignissen. Während sie der Geschichte von La Manjuari lauschte, weinte und schluchzte Prinzessin Bosu. Doch sie wurde schnell von La Manjuari getröstet. Beim Anblick von La Manjuari, einem tapferen, anmutigen und liebenswürdigen Prinzen, wurde Prinzessin Bosu wieder recht froh. Einige Tage später ankerten sie in der Mündung eines Flusses. La Manjuari sah recht ermattet aus, weil er wenig geschlafen hatte. Er bat Prinzessin Bosu, ihn ein Weilchen schlafen zu lassen. Während er schlief, kam eine Gruppe von Palastdamen zu dem Platz, an dem die Prinzessin Bosu gerade baden wollte. Die Frauen waren gebannt von dem Anblick der anmutigen und reizenden Prinzessin in dem Boot und kehrten um ihrem Herrscher davon zu berichten. Kurz darauf kam ein Gesandter des Herrschers, Prinzessin Bosu einzuladen. Aber Prinzessin Bosu wollte nicht zum Palast des Herrschers kommen und erklärte, sie bewache gerade ihren schlafenden Gefährten. Zum zweiten Mal kam ein Gesandter des Herrschers, um Prinzessin Bosu einzuladen. Die Botschaft des Herrschers war, sie möge wenigstens für einen kurzen Moment kommen, um Reiseproviant abzuholen. Prinzessin Bosu kam der Bitte des Herrschers nach. Im Palast angekommen, ließ der Herrscher sie jedoch gefangen nehmen, denn er wollte sie zu seiner Frau machen. Prinzessin Bosu suchte ständig nach einer List, um aus dem Palast zu entfliehen, doch vergeblich. Unterdessen bereitete der Herrscher ein fliegendes Schiff vor, um sich mit Prinzessin Bosu im Himmel zu unterhalten. Alles Notwendige um die gesamte Ausrüstung waren schon vorbereitet. Doch konnte das Flugboot nicht in die Luft steigen, weil Prinzessin Bosu die Segelverbindungsschnur immer wieder beschädigte. Als La Manjuari aus seinem Schlaf erwachte,
sah er, dass Prinzessin Bosu nicht im Boot war. Da aber all ihre Kleider noch da waren, erkannte er, dass Prinzessin Bosu von irgendjemandem getäuscht worden sein musste. Er machte sich auf, sie zu suchen. Da sah er Leute bei der Arbeit an einem Flugboot. Mehrmals versuchte sie das Flugboot, aber er wollte nicht aufsteigen. Nachdem Lamanjuari das Flugboot untersucht hatte, wusste er, wo der Fehler lag. Er meldete dem Herrscher, dass er es ausbessern verstünde. Als er es ausgebessert hatte, bat er den Herrscher, es erproben zu dürfen. Und weiter bat er, dass allein Prinzessin Bosu das Flugboot besteigen solle, um es mit eigenen Augen zu sehen. Nachdem Prinzessin Bosu eingestiegen war, entfaltete Lamanjuari das Segel des Flugboots und es stieg immer höher. Der Herrscher schrie und rief nach Lamanjuari, doch er und Prinzessin Bosu grüßten ihn lachend zum Abschied. Das Flugboot flog immer weiter und schließlich landeten sie in ihrer Heimat zwischen den Häusern ihrer Eltern. Die Bewohner des Kampong waren aufgeregt, als sie das Flugboot in ihrem Ort niederkommen sahen. Und ihre Aufregung wuchs, als sie Prinzessin Bosu und Lamanjuari herausklettern sahen. Die beiden wurden miteinander verheiratet und Lamanjuari wurde zum Herrscher gekrönt.